Hey ho, what's up? Und willkommen zu Let's Play Gothic. Yeah. So. Also, wir gehen ja mal in Richtung des alten Lagers. Ja, pass. Einmal Aufträge abzugeben. Und mal zu schauen, ob ich irgendwo noch Käse auftreiben kann für Ballero. Ah, was war da denn? Steinwurzel. Sieht aus wie Sumpfkraut, hast. Sind aber wohl zwei verschiedene Dinge. Scheinbar. Hui. Hey. Und ab geht's. Ab, 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 ab. In the air. Jo, hui, hui, hui. Ah, genau, wir haben hier... Komm, wir gehen mal da rum. Ich weiß jetzt gar nicht... Wie geht's hier eigentlich lang? Könnten wir ja auch eigentlich mal gucken. Weiß ich gar nicht mehr so. Das ist auf jeden Fall Steinwurzeln. Oh, da unten ist ein Varan, schön. Da hinten ist... Sehe ich doch noch was Dunkles. Also Pflanzen. Zwei Seraphis. Ja, alles mitnehmen. Wir müssen alles kahl grasen. Oh, grasen. Pflücken, besser gesagt. Ui. Nichts abgezogen bekommen, zum Glück. Das macht schon die... Geräusche hier nach. Da kommt man zum Varan, soweit ich weiß. So, aber wir wollten ja mal auch mit Aiden sprechen. Wie wir mit Roadruck hier vorbeigegangen sind, meine ich, mich zu erinnern. Dürfen wir das? Du scheint nichts dagegen zu haben. Tja, macht nichts aus. Waldbeere. Okay. Ja, wie gesagt, mit dem haben wir, glaube ich, noch nicht geredet. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ja, sonst kann man ja auch nichts verkaufen. Logisch, was? Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Oh, wir brauchen ja alle nur einen Lernpunkt, eigentlich. Aber nein, tut mir leid. Solange ich nicht stark genug bin, werde ich hier... Oh, ich brauche hier nur noch... Noch nicht mal 700 Erfahrung für Level 7 sogar. Nice. Ja, Stärke müssen wir weiter ausbilden dann. Stärke, Stärke und nochmal Stärke. Wir wollen groß und stark werden. Aber eigentlich sieht man ja gar keine Veränderung. Nur die Werte verändern sich. Aber wenn man Stärke kriegt, da kriegt er ja nicht mehr Muskeln. Wäre ja auch mal was. Das wäre doch mal cool zu sehen. Waren wir eigentlich hier schon beim Cavalon? Das ist hier Cavalon City. Was sehen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall... Krabbelt da nach Fleischschwanzen rum. Die ich irgendwie versuche zu töten. Oh. Scheint unbeeindruckt zu sein. So. Dann sprich mal mit uns, Gavalon. Was machst du hier draußen? Ich jage vor allem Scavenger. Noch die ganz Schwachen. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Was? Nur des alten Lagers? Nicht von der Kanonie? Zeig mir deine Ware. Wie schlecht. Ah, hat der irgendwas? Der hat nur Bier, Wasser. Hab ich... Brauchte ja nur drei Leibbrot, soweit ich weiß.
Eichnaps habe ich ja auch genug. Äpfel, Gott sei Dank. Oh, ich habe hier sogar 9. Wo habe ich denn jetzt die anderen 4 hergekriegt? Ich habe 5 von dem einen gekauft, das weiß ich noch. Kaputtlatz. Im Moment brauchen wir ja kein Gold. Egal, nee. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen und Punkt 1. Nö, will ich alles nicht wissen. Soweit ich weiß, war hier noch was Nettes. Ah, zumindest mal Monorails noch. Wow, one hit down. Ah, geil, mache ich jetzt schon mit einem Mal kaputt. Ich weiß noch, ganz am Anfang, Level 0, da mit dem schlechten alten Schwert, da mal ja selbst bei den schwachen Gegnern ein paar Schläge gebraucht. Ha. Ja, die Zeit vergeht. Das war vor 19 Parts oder so. Oh, verdammt! Abspeichern. Bevor ich hier... es geht auch wieder an die Tür. Hä? Hey. Scheiße! In beiden Richtungen geht's nicht. Jetzt habe ich mal schön ein paar Dietische verplempert, ohne die ich... Habe ich noch ein paar? Falsch. Ja. Ach, hat man den Schlüssel... in der Truhe da gekriegt, aber im Moment ist es blöd, da steht er direkt davor, sonst könnte man die schön klauen hier. Aber es geht nur tagsüber, wenn er hier draußen steht. Naja, nehmen wir hier mal, oh, Wein, schönes Fläschchen Wein, das erfreut doch jeden. So. Ui. Guck mal hier noch ein bisschen. Sammeln da noch was ein. War hier was? Nur alte Mauerreste, aber nichts zum Aufsammeln. Hm, schade. Becher. Da ist aber was. Spitzhacke. Hm. Oh, eine Leiche mit einem alten Schwert. Ja. Da lauern, glaube ich, ein paar stärkere Gegner da hinten drin. Ich weiß nicht mal genau welche, aber die sind ein bisschen zu schwer für mich. Ui. So. Zum neuen alten Lager. Altes. Merkt ihr das doch mal. Junge! Oh, das ist eine Höhle. Die kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Schauen wir mal rein. Moderate. Bam. Bam. Da ist ein Trank. Sehr schön. Haben wir gebrochen. Also, was man findet, muss man ja nicht kaufen. Obwohl, mit dem Schmieden kann man ja sich erst sozusagen arbeiten gehen und Geld verdienen. Da, oh. Hier an der rechten Seite, da wollte ich hochgehen, weil ich meine, da oben wäre noch ein Typ, der uns Sachen geben könnte. Ich weiß noch nicht genau, ob da auch Käse dabei war. Ich kann mich auch irren und da ist gar keiner. Ja. Jetzt greift doch schon. Siehst du, da ist jemand. Gilbert. Was machst du denn hier? Gilbert. Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Ja. Wenn du dich auch hier so versteckst, dann hat man natürlich nicht auf Besuch. Aber was macht der überhaupt hier draußen? Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager. Hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Ja, es sind schon ein paar Schwachköpfe. Was machst du? Ich hab, schätze... Das hat man schon.
Mist. Aber eine Truhe, darf ich dran? Mann, verdammt. Ja. Käse. Alter, bin ich gut. Ha, das ist mir... Weil ich habe früher schon öfters Käse und so extrem nach Käse gesucht, dass ich mir das irgendwie behalten habe. Aber ich hoffe, wir brauchen nicht mehr als zwei. Mal gucken. Wir haben 5 Äpfel, 2 Flaschen Reischnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laib Brot, 2 Käsestücke und... Ja! Wir haben alles... Wuhu! Also ist immer eine Sucherei danach. Kann man hier eigentlich noch weiter hochklettern? Tatsächlich. Der kann aber hochspringen. Und dann auch noch so krass. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier im Süden ist ja das Ork-Gebiet. Ob da nicht schon gleich ein Ork auf uns lauert, wenn wir hier weitergehen. Wow! Hey! Rutsch einfach hier runter. So, hier geht's definitiv mal nicht weiter. Oh, da sieht man auch nochmal schön den Turm vom alten Lager. Gucken wir mal hier. Oh, da ist irgendwie Beleuchtung. Oh, was ist das? Ich glaube, da unten sind Gegner, oder? Ach komm. Da hier soll man ja auch noch gar nicht sein. Nein, das ist nix. Gehen wir ins alte Lager, berichten Taurus, dass Mordrak nicht wiederkommt. Zumindest erstmal nicht. Das reicht uns. Und ja. Was noch? Ich glaube. Boah. Immer wieder hier runterklettern. Das ist schmies. Hui. Geschafft. Ohne irgendwo runterzufallen. Sehr schön. Hui. Kann ich springen den ganzen Tag. Den ganzen Tag und Nacht. Ja, wir haben ja mehr Nacht. Ja. Blöde jetzt ist nur, wir müssen nochmal zum neuen Lager. Scheißdreck war ist das. Blöd. Aber was soll's. Ah, wir haben ja auch... Genau, ich habe doch gewusst, irgendwas war da noch hier im neuen Lager. Sag ich neuen Lager. Das... Wir wissen ja mittlerweile, dass das alte Lager ist. Genial, oh. Und, Prüfung des Vertrauens müssen wir abgeben, nämlich. Hätte ich fast nicht dran gedacht. Das überlese ich irgendwie immer. Das stempel ich so mit der Aufnahme ins alte Lager einmal mit so ab, irgendwie. Auf die Aufträge gucke ich nicht so. Ach so, und der Taurus war ja schon wieder nicht... Natürlich. Super. Darf man hier rein? Tiger hat nichts dagegen anscheinend. Ah, bevor ich es abgebe. Mach's gut. Ich kann ja mal die Liste zeigen. Oh. Der scheint unbeeindruckt von uns zu sein. Sieht man mal, wie freundlich da erweitert. Ihn, der Boss der Admine, hat auf diese Liste seinen Bedarf an Vorräten aufgeführt. Lars hat einige Punkte hinzugefügt. Eine wirklich schmeißhafte Fälschung. Ist ein guter Fälscher, was? Bedarfsliste. Zahnschleib Brot, diesmal aber nicht das verschimmelte. Sehr gut. Ich will auch immer verschimmeltes Brot. 25 bis 30 Äpfel, 10 Käses. Eine Suppenkelle, eine Börse, 5 Spitzhacken und 3 Hämmer und reichlich Sumpfkraut. Weißt ja, erste Lieferung im Monat. Die Lieferung sollte übermorgen da sein. Ian. Aber, Alter, 25 bis 30 Äpfel und... Wir hatten hier schon Probleme, die... 3 Käsestücke zu finden und keine Ahnung. Mann. Das mir gerade noch einfällt. 30 Flaschen Bier, 5 Flaschen Wein, 25 gebratene Scavenger-Keulen,
und ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Hat er noch schön dazu geschrieben. Okay. Ihnen reicht das nicht, nur den normalen Kowalt zu überfallen. Er muss noch die Bedarfsliste erweitern und alles. Geile Scheiße. Hä? Ich will mit Diego reden. Ich kann immer nur den Becher anvisieren. Was soll denn der Mist? Hallo? Was ist das denn? Blöd. Ja. Ich glaube, wir müssen uns doch mal pennen legen. Oh, Diego hat sicherlich nichts dagegen. Ja, speichern trotzdem. Sicher, sicher ist sicher. Oh, sicher ist sicher. Beste. Ach, jetzt leg dich ins Bett. Zum nächsten Morgen schlafen. Dann ist der Toro nämlich da. Und Diego kann man hoffentlich wieder anreden. Ich lese immer irgendwie bei Schlüssel, Schlüssel. Da ist nur ein Buchstabenunterschied. Schatten. Wo ist Diego? Ach, der sitzt da wieder. Ich hab die Liste von Ihnen. Oh, lecker. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Danke. Jetzt könnten wir sogar noch mal was lernen. Oh, aber Stärke, hä? Huh? Ja. Kannst du mir was... Ja. Ja, kennt man ja schon. Stärke... Und stärker. Sehr schön. Deine Kampfkraft ist um ein... Komm bald wieder. Jupp. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karin herausfordert. Kirgo ist mir schon gescheitert. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast Verdammt. Es tatsächlich geschafft, das haben wir vergessen. Das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Mach's gut. Hey, ich dachte, ich hätte da schon was gelernt. Da, Schlösser öffnen. Ich hab doch was gelernt beim Fingers. Willst du mich drauf schicken? Oh, leck mich doch. Aufnahme, altes Lager. Kann doch nicht sein. Ich habe doch beim Fingers was gelernt. Ich habe doch bei dem was gelernt. Oder muss ich den noch mal drauf ansprechen, dass er ein gutes Wort für mich einlegt? Hä? Habe ich da was übersehen? Das kommt mir jetzt gerade sehr spanisch vor. Fingers, was soll das? Ich hab dir doch. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Also. Hab mal irgendwie total verpeilt, dem da zu fragen. Und dann tut der Diego natürlich so, als würde er nichts wissen. Das, nur ohne dass wir danach fordern, legt der Fingers hier kein gutes Wort für uns ein. So sieht's aus. So, Taurus. Den Auftrag haben wir ja eigentlich auch schon. Wegen Mordrak. Ich komme nicht drum. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Jetzt doch? Wie? Hä? Du hast mir doch am Anfang gesagt, soll mich da irgendwie drum kümmern. Wie? Ist egal.
Okay. Wir könnten ja jetzt mit 25 ich weiß nicht. Ja, komm, einmal versuchen wir es noch. Mal versuchen, haben wir Kirke nochmal packen. Wir haben ja jetzt auch eine bessere Waffe. Der einzige Knackpunkt ist, wir machen zwar jetzt mehr Damage, aber wir stecken genauso viel Schaden immer noch ein, weil bessere Rüstung kommen wir jetzt im Moment noch nicht dran. Da müssen wir uns erst ein Lager anschließen. Ja, blöd. Du kannst uns nicht zufällig noch trainieren. Trainierst schon. Ja, gibt's natürlich nichts mehr. Haben wir ja schon gelernt. So. Gogo. Ich horte dich heraus. Ein letztes Mal. Versuch mal's. Lass uns kämpfen. Folge mir. Folge mir. Ich bin bereit. Muss man nur gucken, dass er uns nicht so oft trifft. So. Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Yeah! Wir sind echt schon so stark. Oh, danke für dein Erz. Das machen die anderen ja auch immer. Wenn ich umgeklopft werde, klauen sie mir auch immer alles Erz. Oh, verdammt. Haben wir schon wieder Fleisch. Das brate ich mal zwischen... nebenbei... zwischen den Folgen. Muss man jetzt nicht nochmal. Ah. Das wird dir noch leid tun. Nö. Nicht wirklich. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Sehr schön. Ha. Haben wir einen Kirko doch noch gepackt. Immerhin. Ich hätte wetten sollen. Kann man auf sich selbst wetten eigentlich? Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Ich frag mich, ob wir jetzt auf uns wetten können. Aber nee, wenn man ja jemanden herausfordert, dann gehen wir in die Arena. Kann man dann vorhin noch mit Skitty reden, dass man wetten will? Mal sehen, Karim haut uns bestimmt mit einem Schlag um. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich tu dir selber einen Gefallen. Damit du ungeschoren davon kommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Deine dürren Arme sind nichts gegen ein hässliche. Deine hässliche Sache. Nein, mir fällt nichts ein, dass du gut treffen würdest. Wie wäre es mit, deine Mutter treibst mit Ziegen. Deine Mutter. Du bist doch nur hier, um Gomez in den Arsch zu kriechen. Alter, deine Mutterwitze. Wie wäre es mit, deine Mutter treibst mit Ziegen. Das tut sie vermutlich wirklich. What the? Was? Okay. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden. Oh, beim ersten war er ja noch nicht gereizt, aber jetzt... Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Dorfwurm! Du weißt gar nichts über uns. Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Alter, das ist auch mal interessant zu sehen. Der macht uns sowas von fertig. Aber, das war ja nicht umsonst. Ich will. Aber im Moment. Der nächste Kampf. Ich kämpfe. Auf sich selbst wetten. Alter, wir sind so am Arsch. Willst du mich an? Kluges Köpfchen. Muss man jetzt so noch reden mit dem? Schmerzen sind eine Frage des Willens. Da, wie er uns kaputt haut.
zwei Schläge. Mal werde ich dich umbringen. Ja, aber immerhin die letzten Gespräche mal gesehen, also ganz umsonst war es ja jetzt nicht. Der Spielstand war's. Loading. Geh zur Seite. Geh zur Seite. Ja, schön, schön. Ja, ins neue Lager müssen wir leider noch einmal, um da auch ein paar Erfahrungen abzugreifen noch. Oh. Am Anfang geht das so schön schnell alles mit dem Leveln. Aber soweit ich weiß, kann man die Erfahrung noch abgreifen, dass man hier aufgenommen wird, indirekt, aber dann nicht zum Gommes geht. Weil man noch keine Gilde angeschlossen hat. Also man kann einen Auftrag abschließen, aber... Ja. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Ja. Und er war sehr gespannt, ob du Karin herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Sly hat mir erzählt, Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Porus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Ja. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Ja. Was soll ich da machen? Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ja, na super. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Wie steht's mit meinem Ansehen? Ich hab mal... Sehr. Fingers, du hast es... Ach, dich. Du hast genug und die... Mach's gut. Ach, baust heraus, ne? Das ist ja eine sehr faire Entscheidung. Nicht, was für Qualitäten man mitbringt. Nee. Ich entscheide mal so. Siehst du? Aufnahme, altes Lager, ist abgeschlossen. Man muss aber... Man ist ja noch keiner Gilde. Das ist mal ja erst endgültig, wenn... Gomez entschieden hat. Und somit kann man jetzt immer noch in ein anderes Lager gehen. Weil soweit ich weiß, gibt es hier noch ein bisschen Erfahrung, wenn man mit dem redet. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Ja. Aber nein, das machen wir jetzt noch nicht. Ja, ich glaube, das reicht wieder für die Folge. Also in der nächsten Folge. Da geht's so langsam darauf zu, dass wir uns ein Lager anschließen werden. Das weiß ich nun nicht. Welches Lager? Doch, eigentlich schon. Ich hoffe, ihr habt zitiert Ost. Na, seid gespannt. Also, macht sie sich. Tschüss, Sikowski.